Als ich dieses Video zusammenschneiden wollte, ist mir aufgefallen, dass ich in den ersten 5 Minuten keinen Ton habe. Deshalb nehme ich die Begrüßungsszene nochmal nachträglich auf, damit ihr euch nicht wundert, warum das Video plötzlich mittendrin beginnt. Also viel Spaß beim Video. Jetzt kein Kunstwerk draus zu machen. Ich nehme einfach die Stufe 1 und dann kann man es umrühren. Die Farbe deckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin echt mal gespannt, wenn das trocken ist, ob das wirklich auch kratz- und stoßfest ist. Meiner Meinung nach sieht das gut aus. Ich bin enttäuscht. Komme gerade aus dem Baumarkt mit leeren Händen. Keine Arbeitsplatte da, die ich haben wollte. Stattdessen habe ich mir anderes Material geholt, habe eine andere Idee, die möchte ich jetzt umsetzen. Ich möchte auch keine Zeit verlieren, also machen wir weiter. OSB? Hä? Ist doch nicht dein Ernst, Ali? Doch. Messen aus, setzen unsere Markierung 540. So, Markierungen gesetzt. Los geht's. Ja, staubt ein bisschen. Aber wir haben es hingekriegt. 540, tipptopp. Ich will jetzt mal einfach mal prüfen, ob das passt von der Tiefe her. Ja, das passt. Die OSB-Platte verbinde ich jetzt als allererstes mit dem Korpus. Wieso? Ganz einfach. Wenn ich irgendwann mal die Deckplatte austauschen möchte, dann brauche ich nicht das gesamte Paket zu lösen, sondern kann dann die oberen Platten irgendwann mal lösen, also unabhängig von der OSB-Platte lösen, diese dann ersetzen. Wenn jetzt mal irgendwas anderes drauf kommen sollte, in Zukunft vielleicht doch eine Arbeitsplatte, dann kann ich das ja immer noch hier drauf ablegen und dann von unten verschrauben. Alle Elemente sind jetzt miteinander verbunden. Das heißt, wir haben ein komplettes, ganzes Stück hier. Jetzt gehen wir hin, nehmen uns hier die kürzeren Schrauben 4x25er und können dann die anderen Platten oben drauf legen und von unten verschrauben. Mit der Hoffnung, dass wir nicht durchbohren. Die erste Sperrholzplatte legen wir uns jetzt hier drauf. Gucken, dass wir hier vorne an der Kante bündig sind. Hinten ist nicht so schlimm, weil dort kann man ja mit einer Abschlussleiste oder sonst was arbeiten. Hier eine Zwinge dran, damit das nicht verrutscht. Dann nehmen wir die passenden Schrauben dazu. Thank you.
die Kieferleiste, von der ich anfangs gesprochen habe, mit der decken wir jetzt die Kante schön ab. Mit Klebeband, mit dem blauen hier, Kreppband oder was auch immer, das hält wirklich sehr gut, lässt sich auch sehr gut wieder ablösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Ups, so viel brauchen wir nicht. Erstmal ein, zwei Stück, um das Ganze zu halten. Boah, der Leim. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Schön bündig dran halten. Ja, das ist ein bisschen. Die Leiste, die ist jetzt auch nicht schnurgerade. Ich lasse jetzt erstmal den Leim ein, zwei Stunden abbinden. Währenddessen räume ich hier ein bisschen auf und dann geht es gleich weiter. Als Abschlussleiste nehme ich einfach hier die Reste von den Sperrholzplatten. Das sind die übrig gebliebenen Streifen. Davon habe ich drei Stück. Da bohre ich jetzt ein paar Löcher rein und mache die schön an die Wand. An dieser Stelle möchte ich euch mal fragen, was ihr von dieser Methode hält. OSB mit Sperrholz, ja, das ist jetzt kein hochwertiges Material. Aber wir haben ja unsere gewünschte Dicke erreicht, 27 mm, ist schon massiv. Da biegt sich auch nichts durch. Man kann darauf arbeiten, sieht auch optisch schön aus, dadurch, dass wir auch die Kanten jetzt schön mit der Kiefernleiste abgeklebt haben. Ich kann mich nicht beklagen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Im nächsten Video geht es natürlich weiter mit Schubladen und noch ein paar kleinen Kisten aus MDF oder was. Lasst euch überraschen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es machen werde, aber das wird auf jeden Fall schön. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali.